Willkommen zu einer neuen Folge über Differentialgleichungen und diesmal heißt die Folge Integrierender Faktor und wir sind immer noch bei den exakten Differentialgleichungen. Das heißt, wir haben eine Differentialgleichung der Form mxy plus nxy mal y' gleich 0 und wollen y bestimmen. Jetzt nehmen wir an, diese Differentialgleichung sei nicht exakt. Also nicht exakt. Das heißt also, die Ableitung m nach y ist nicht gleich der Ableitung von n nach x, der partiellen Ableitung. Und jetzt gibt es aber eine Möglichkeit, aus dieser nicht exakten Differentialgleichung eine exakte Differentialgleichung zu machen. Also Ziel ist eine exakte TGL und da kommt eben dieser integrierende Faktor ins Spiel. Die Idee ist, dass ich die Differentialgleichung mit einem Faktor μ durchmultipliziere, also μ ist eine Funktion auch wieder von x und y, also mal μ, dann erhalte ich μ mal m plus μ mal n mal y' gleich 0. Und die Exaktheitsbedingung für diese Gleichung sieht jetzt so aus. Also μ mal m abgeleitet nach y soll gleich sein μ mal n abgeleitet nach x. Und das kann ich jetzt mit der Produktregel ausrechnen und erhalte μ nach y abgeleitet mal m plus μ mal m abgeleitet nach y gleich μ abgeleitet nach x mal n plus μ mal n abgeleitet nach x. Jetzt forme ich die Gleichung noch ein bisschen nach um, indem ich sie sozusagen nach μ auflöse und erhalte dann μ mal my minus n abgeleitet nach x gleich μx mal n minus μy mal m. So, jetzt möchte ich daraus ja μ berechnen. Und das kann ich dann tun, wenn entweder μx 0 ist oder μy 0 ist. In diesen beiden Fällen kann man so einen integrierenden Faktor berechnen. Also, das will ich jetzt mal ansehen. Also wenn jetzt zum Beispiel μx 0 ist, dann steht hier μ mal my minus nx gleich minus μy mal m. Und jetzt kann ich die beiden μs, also μ und die Ableitung von μ, auf eine Seite bringen. Und das sieht dann so aus, ich teile jetzt mal durch μ und bekomme 1 durch μ mal μ abgeleitet nach y gleich nx minus my durch m. Beziehungsweise wenn μy jetzt gleich 0 gewesen wäre, dann hätte ich sowas Ähnliches erhalten. Also dann hätte ich erhalten 1 durch μ mal μx gleich my minus nx durch n. Und jetzt kommt mal wieder, wie so oft beim Lösen von Differentialgleichungen, die Kettenregel ins Spiel. Also diese beiden Ausdrücke sind nämlich Kettenregel und zwar, wenn ich den natürlichen Logarithmus von μ betrachte und die Ableitung hier von nach y bilde, die nach dy, beziehungsweise hier die Ableitung d nach dx betrachte, von dem natürlichen Logarithmus von μ, dann ergibt es gerade 1 durch
μ, das ist nämlich die äußere Ableitung des natürlichen Logarithmus mal μ Strich. Und entsprechend ist hier auch 1 durch μ mal μ Strich. Jetzt kann man sagen, wenn dieser Term hier oder dieser Term hier nur von einer Variablen abhängen, also wenn dieser Term eine Funktion g von y ist, beziehungsweise dieser Term eine Funktion h von x, dann steht hier, also das ist dann g von y und das ist dann h von x. Und dann bekomme ich d nach dy ln μ gleich g von y zum Beispiel in diesem Fall. Und daraus folgt, der natürliche Logarithmus von μ ist dann das Integral über diese Funktion. Also ist Integral g von y dy. Und μ selbst ist dann eben e hoch dem natürlichen Logarithmus. Das heißt e hoch Integral g von y dy. Das wäre jetzt in diesem Fall. Beziehungsweise in diesem Fall hätte ich dann μ gleich e hoch Integral h von x dx. Okay, also es ist klar aus unserer Ableitung, dass diese beiden Bedingungen notwendig sind dafür, dass es einen integrierenden Faktor gibt. Also entweder diese, dann gibt es eben einen integrierenden Faktor, der von y abhängig ist, oder dieses, dann gibt es einen integrierenden Faktor, der von x abhängig ist. Ja, und diese Bedingungen sind auch hinreichend, denn wir haben ja integrierende Faktoren in diesen Fällen konstruiert. Und ja, es ist klar, dass dieses Nü hier, wenn ich es nach x ableite, eben 0 ergibt, während dieses Nü abgeleitet nach y 0 ergibt. Also dieses Nü ist eben nur eine Funktion in x und hier nur eine Funktion in y. Das Ganze wird klarer, wenn wir es uns jetzt nochmal am Beispiel anschauen. Also nehmen wir uns ein konkretes Beispiel. Hier haben wir 3xy plus y Quadrat plus x Quadrat plus xy y Strich gleich 0. Okay, gucken wir erstmal, ob die Gleichung exakt ist. Also das ist jetzt wieder m und das ist wieder n. Und jetzt ist m abgeleitet nach y gleich 3x plus 2y und n abgeleitet nach x ist gleich 2x plus y. Okay, das ist offensichtlich nicht das Gleiche, also ist sie nicht exakt. Und jetzt berechnen wir diese beiden Terme. Also nehmen wir mal hier nx minus my durch m. Das ist dann gleich, also hier, das ist dann nx minus my, da bleibt dann übrig minus x minus y durch m. Also durch, da können wir das y ausklammern, y mal 3x plus y. Das sieht jetzt noch nicht so gut aus. Also da sind immer noch beide Variablen, kommen vor, x und y. Probieren wir den anderen Term. Also probieren wir jetzt my minus nx durch n. Und my minus nx, da bleibt übrig einfach x plus y. Und hier kann ich wieder das x ausklammern und bekomme x mal x plus y. Da kürzt sich das x plus y weg im Zähler und Nenner. Und ich habe übrig 1 durch x.
Okay, das sieht wunderbar aus, ist nur eine Funktion in x. Das ist jetzt also unsere Funktion h von x. Und daraus erhalte ich dann μ durch Integration. Also μ von x ist gleich e hoch Integral h von x dx. Und das ist in diesem Fall e hoch Integral 1 durch x dx. Und 1 durch x integriert ist der Logarithmus, der natürliche. Also erhalte ich e hoch ln x. Okay, und e und der natürliche Logarithmus sind ja Umkehrfunktionen voneinander. Also ist das Ganze einfach x. Und jetzt wollen wir das mal überprüfen und mit x multiplizieren. Und dabei sehe ich gerade, ich habe hier y geschrieben. Ich habe, glaube ich, y' gesagt. Natürlich meine ich y'. Also hier steht y' und nicht y. Okay, multiplizieren wir diese Gleichung mit x durch und bekommen 3x² y plus xy² plus x hoch 3 plus x² y' gleich 0. Okay, und jetzt überprüfen wir nochmal die Exaktheitsbedingung. Also jetzt ist my gleich 3x² plus 2xy und n abgeleitet nach x ergibt auch 3x² plus und hier kommt auch 2xy. Okay. Also jetzt ist die Gleichung exakt und jetzt können wir auf diese Gleichung einfach die Methode für exakte Differentialgleichung anwenden. Also exakt, okay, Methode für exakte DGL anwenden. Und das werden wir dann im nächsten Video vorführen. Okay, also dann bis zum nächsten Mal. Tschüss!